Tierstände. Ich glaube, das ist ganz gut. Spielzeug wollen sie auch haben. Löwen, Pinguine, versunkener Baumstamm. Was mögen die denn? Leoparden spielen gerne damit. Katzenkletterbaum. Vielleicht auch einen. So, haben wir zwei Katzenkletterbäume. Können wir uns noch anschauen, was deren Lieblingspflanzen sind. Das ist der die Fuchsschwanzpalme. Müssen wir die hier finden. Und gucken wir mal. Da hier. Oh, da ist er schon drauf. Hier noch überall ein bisschen fahren. Reicht das jetzt an Bepflanzung? Scheint so zu sein. Ja, jetzt noch Felsen. Wir hätten eigentlich die Urwaldformation noch mit reinmachen können. Sie haben uns über für ein mindestens ein. Okay. Reicht das schon? Okay, ist schon gut geeignet. Und daneben setzen wir direkt. Leopard passt ja eigentlich nicht hin. Jaguar Nebelparder. Oh, der sieht auch cool aus. Ich meine, jetzt direkt erstmal ganz viele Katzentiere. Bin ich dafür? Nebel Parda. So, nee, das könnten Moment mal. Können wir den Andi auch für alle drei Gehege dann eigentlich machen? Wo ist denn der Nebel? Hat er hier? Sich auch mal männlich und weiblich rein. Die bevorzugen es allein zu leben, aber gegen den weiblichen Gesellen haben die bestimmt nix. Die haben nicht mal was gegen den. Fuck jetzt. Oh. Schwarzer Panther. Ach, das mögen die sogar. Mensch. Das ist ja auch interessant. Jaguar? Ne, Jaguar mögen sie nicht. Tiger? Ne. Das ist schon Nebelparder? Ne, Moment. Aber Panther mögen sie. Können wir daraus hier auch. Guck, hier ist weiß und normal. Und das hier schwarz und normal. Wobei doch eigentlich. Das ist schwarzer Panther vom Nebelparder. Eigentlich ja vom. Leopard, ich bin mir da jetzt auch nicht 100% sicher. Wo ist Andi so? Das kriegst du auch noch hin, das Gehege. Was ist denn hier das Problem? Okay, hier sind eine Menge Tiere. Verkaufen wir erstmal eine ganz schöne Menge.
Gut geeignet, das ist doch schön. So, wir machen weiter mit den Nebelpadern. Nicht genügend Gras und zu viel Regenwald. Dann machen wir doch einfach ein bisschen mehr Gras. Pflanzen, Felsen, Unterstände, Spaß. Okay. Spaß wollen sie noch. Spaß, Spaß, Spaß. Ist mal so ein Ding hier in die Mitte. Unterstände sollten nicht fehlen. Für die Katzen. Und natürlich noch Pflanzen. Das machen die. Die mögen Mangroven. Dann stellen wir denen auch mal ein paar Mangroven hin. Aber auch ein bisschen Abwechslung natürlich. Gut geeignet. Und jetzt führen wir es mal zusammen. Zu viel Grasgelände. Ich finde sich für Nebelpader 2 nicht genügend Grasgelände und für den zu viel Grasgelände. Ja, dann können wir das nicht machen. Dann müssen wir die trennen, wenn die von der Gehege nicht passen. Dann nennen wir das hier wieder Nebelparder. Gut geeignet. Gut geeignet. Was wir natürlich nicht vergessen sollten, ist weiter. Moment. Hier den Regenwald weiter auszubauen. Den Regenwaldboden natürlich vornehmlich. Und dann natürlich auch entsprechende Bäume hinzustellen. Ach, wie viele Menschen hier sind. Das macht Gewinn, macht Gewinn, macht Gewinn. Auch wirklich Leute außen rum? Nö, außen rum geht doch. Hier gehen ein paar Leute außen rum. So, du kommst hier mal rein. Oh, da wird er verprügelt. So, jetzt kommt er mal hier rein. Da will er zum Ausgang. Komm schon, Panther, macht was mit dem, das ist bestimmt witzig. Moment, können wir den eigentlich einsperren? Mit Zierzäunen? Mal was testen. Da jetzt zum Beispiel ein Löwen. Ah, okay.
Hier heißt ja, das ist jetzt Testobjekt Nummer 1. So, der bleibt da erstmal drin. Testobjekt Nummer 1. Währenddessen wir uns weiteren Tieren widmen können, müssen, sollten, machen werden. Und zwar Schneeleopard. Allosaurus, ne, das sind Dinosaurier. Komodowarane sind auch cool. Ich finde, wir könnten erstmal Doppelweg lang laufen lassen. Vielleicht haben wir auch Wassertiere, Moment mal, die irgendwie in den Regenwald reinpassen, aber ich glaube nicht. Ne, die passen irgendwie alle. Warum denn? Warum hast du Probleme, zu Nebelpader zu gelangen? Wo ist jetzt Andi? Ach, das war das Problem. Okay, wir müssen den Faden trotzdem ersetzen. Jetzt nehmen wir dahin. So. Java-Nashorn. Asiatischer Elefant. Okay. Was haben wir eigentlich noch so an Geschäften? Doch mit auch Sicherheit noch was. Krebstierhaus. Japanischer Garten. Flamingo ist nicht zufrieden. Ja, da müssen wir mal ein paar verkaufen, würde ich sagen. Und der soll sich hier gefälligst auch mal drum kümmern um das Gehege, Frederik. Es kann doch auch nicht sein, dass du die Tiere da so einfach drin lässt. So, wir waren hier. Nachttierhaus. Ja doch, das passt irgendwie auch. Ja doch, das passt schon zu Urwald. Können wir hier hinsetzen. Vielleicht bewegen sich die Menschen dann dahin und das öffnet sich hier wieder. Warum ist er denn wieder nicht zufrieden? Hier geht es zu viel Kot. Ja, dann mach's sauber, Frederik. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Noch ein bisschen Gehegebeschilderungen. Ab und zu hier nochmal eine Regenwaldfackel. Wo denn? Hier bei den Panthern? Moment mal, ich mal hier. Oh! Ist das ein Mini-Panther? Oh, ist der süß. Gut geeignet. Ja, wenn gut geeignet ist, dann reg dich nicht auf. Schlimm ist das.